So, was ich euch eigentlich erzählen wollte, war, ich hatte doch vorhin gehofft, dass mich dieser eine Typ nicht anspricht. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, würde ich jetzt mal sagen. Dem war leider nicht so. Jetzt muss ich mal mit links mein Glas schnappen. Ich schwör's euch. Und ich habe mir das Video nochmal angeschaut. Ich habe ja sogar gesagt, ich habe das Gefühl, dass er mich versteht. Ja, hatte er wohl auch, weil er nämlich Deutsch konnte. Also er kam echt ungefähr 5 Minuten nach meinem Video, kam er erstmal zu mir und meinte hier, sorry, also erstmal hat er mich auf Polnisch angesprochen. Da habe ich gesagt, hier, ne, verstehe ich nicht und so. Und dann meinte er, ja, auf Englisch dann halt so, ja, hier, er würde gerne mal wissen, warum ich denn hier filme und mich filme und ob ich das irgendwelchen Freunden schicke und solche Sachen halt. Okay, dann habe ich mir das erstmal alles so erklärt. Und dann habe ich, weil wenn ich zwischendurch so ringe nach irgendwelchen Wörtern, also wenn ich irgendwie überlege, was das und das jetzt gerade auf Englisch heißt. Zum Beispiel habe ich eben gerade überlegt, was Anspruch auf Englisch heißt. Also ich habe zu hohe Ansprüche. Ich weiß es gerade echt nicht. Bedürfnis ist mir eingefallen. Das ist, also ich würde sagen, das müsste das Need sein. Also Need als Nomen, oder? Müsste Bedürfnis sein, aber Anspruch? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob ich dazu jetzt schon ein bisschen zu viel getrunken habe oder ob ich es allgemein nicht weiß. Obwohl ich noch nicht mal angeheitert bin. Also ich meine, das war jetzt... Hier ist ja auch nicht viel drin. Ich meine, schau mal, das hier ist mein neues Glas, was ich bekommen habe. Das ist ja nicht viel. Und ich habe davon jetzt, also ich habe 2 getrunken hier und halt beim Essen vorhin. Ich habe hier auch noch mal was gegessen. Also irgendwie 3,5 Stunden später nach meinem vollgestopften Essen. Weißt du, dann fragen mich Leute immer, ob ich überhaupt noch was esse, weil ich mir so dünn aussehe. Ja, Alter, ich esse viel, ja. Nur nehme ich nicht zu wie du, fette Sau. Müsste man mal antworten. Mache ich aber nicht. Ich sage immer, ja, ich esse genug, dankeschön. Als würde ich zu einem Fetten gehen und fragen, sag mal, wie viel frisst du eigentlich am Tag? Okay, sagen wir es so, wie die es immer zu mir sagen, sag mal, wie viel isst du eigentlich am Tag? Könntest du nicht mal weniger essen? Macht man ja auch nicht. Weißt du, dann lass doch einfach mal die dünnen Leute in Ruhe und denk nicht immer, sie kotzen oder ja, also stecken sich selber in den Finger in den Hals oder hungern oder sowas. Das ist Bullshit. Der eine ist fett, weil er fett ist, der andere ist dick, der andere ist mollig, der eine ist normal und der andere ist dünn. Deswegen hat man noch lange nicht keine Krankheit. Okay, jetzt ich musste gerade nur so lachen, weil ich mir schon dachte, Alter, ich bin schon wieder so vom Thema abgekommen. Ja, dieser Typ kam also dann her und dann hatte ich, weil ich genau, das, da war ich gerade, überlegt hatte, um irgendein Wort habe ich gesucht, frag mich nicht. Er hatte irgendwas dann ihm mal erklärt, wegen YouTube-Channel und sowas. Und dann habe ich irgendein Wort überlegt. Und wenn ich so überlege, dann denke ich oft laut. Ich muss mich gerade nur so wieder analysieren, weil ich hier einfach sitze und in diese Kamera spreche. Es ist irgendwie noch immer noch total... Oh, ich habe nur noch 2 Striche. Na, es geht ja immer noch. Das ist total crazy. Verschwind nicht, was ich sagen wollte. Ja, und ich habe überlegt, irgendein Wort. Und jetzt sagen wir mal Anspruch. Sagen wir mal, ich habe jetzt überlegt, wegen dem Wort Anspruch. Und sage dann also vor mich hin Anspruch, weil ich halt überlege, wie das englische Wort ist. Und dann meint er zu mir, ach, auf Deutsch meint er zu mir, ach, du kannst Deutsch. Ich so, ja, ich bin Deutsche. Und er so, ja, sag das doch gleich, das kann ich viel besser und so. Und ich denke mir, oh nein, oh nein. Ach Gott, ja, und dann hat er erstmal gequatscht und erzählt und er ist ja auch hier geschäftlich da mit seinen beiden da Kollegen und so und er ist seit 25 Jahren, wohnt er in Deutschland und kommt aus Polen und bla bla bla. Und dann hat er irgendwann gefragt, ob ich einen polnischen Mann suche. Nein. Und dann hat er gemeint, suchst du einen deutschen Mann? Nein, ich suche eigentlich gar keinen Mann, ich brauche keinen Partner, danke fürs Gespräch. Und hat er nicht so ganz verstanden, also er hat ein paar Sachen irgendwie nicht so ganz verstanden, die ich ihm gesagt habe. Aber gut, wahrscheinlich war er auch betrunken. Keine Ahnung. Naja, und dann hat er sich zum ersten Mal halt entschuldigt gehabt und ist dann erstmal weg. Aber er kam dann später nochmal wieder und hat gemeint, sorry, dass ich dich nochmal störe. Und was hat er dann gefragt? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat er dann auch wieder ewig viel gelabert.
Ach genau, und er hat auch offenverständlich gesagt, von wegen, ja, warum denn eine junge Frau wie ich jetzt hier eigentlich so alleine sitzt und das ist ja total traurig und so. Leute, ich habe heute im Bus, der hat ewig gebraucht in die Stadt, also normalerweise braucht der, ich wohne relativ zentral hier, der braucht eine Viertelstunde ins Zentrum und ich war fast 2 Stunden in diesem scheiß Bus gesessen. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Ob das irgendwie eine krasse Rush-Hour war oder ein Unfall oder so, aber es ging irgendwie die ganze Zeit gar nichts. Und irgendwann drehe ich mich dann so, weil halt um die Zeit bin ich noch nicht gefahren, drehe ich mich zu meinem Sitznachbarn um und frage ihn so, hier, sorry und so, ob das halt normal ist hier, dass wir einfach nur stehen und nichts geht. Und dann meint er zu mir, er hat keine Ahnung, er ist zum ersten Mal hier und meint so, er ist gerade erst vom Flughafen gekommen. Und es ist nämlich ein Schwede. Und was, auf was wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Warum erzähle ich das jetzt eigentlich gerade? Ach so, genau. Ja, weil das nämlich auch niemanden niemanden würde ihn fragen oder würde ihm sagen, oh, es ist traurig, du bist hier ganz alleine in Warschau. Er ist aus freiwilligen Stücken alleine nach Warschau gekommen, aus Schweden, um hier Urlaub zu machen. Auch bis Freitag, wie ich. Dann lass doch den jungen Herrn tun und lassen, was er will. Und genauso das Gleiche gilt auch für Frauen, für mich. Warum können so viele nicht verstehen, dass man auch gerne alleine in den Urlaub fährt? Ich bin gerne alleine. Ja, ich bin eine extrovertierte Person. Darum lerne ich ja auch immer so schnell Leute kennen, wenn ich denn möchte. Wenn ich nicht möchte, meine Ruhe haben will, dann möchte ich auch bitte meine Ruhe haben. Und genau deswegen bin ich auch alleine hier. Ja, weil ich gerne mal einfach Ruhe habe, lese, irgendwo sitze und lese oder irgendwas mir anschaue. Und das Museum of Modern Art war heute der absolute Burner. Da werde ich euch auch was davon zeigen. Und ich muss auch die Tage unbedingt nochmal hin. Das war der absolute Burner. Und mich hat gerade die Kellnerin angeschaut. Aber irgendwie langsam stört es mich gar nicht mehr. Ich glaube, das ist so eine Entwicklung, die ich jetzt durchmachen muss. Ja, genau. Also darum sage ich, lasst doch die Leute alleine gerne in den Urlaub, wenn sie gerne möchten. Weil dann haben sie ihre Ruhe, können machen, was sie wollen und können sich anschauen, was sie wollen. Und es ist vollkommen egal, ob du männlich oder weiblich bist, ja. Und was macht denn so eine Junge? Bla. Und dann, als er dann also noch erfahren hat, dass ich Geburtstag habe, das war ja dann für ihn noch trauriger. Ja, wie kann dann eine junge Frau, die Geburtstag hat, ganz alleine sein an ihrem Geburtstag? Ja, weil ich jetzt unbedingt gerne Zeit mit dir verbringen möchte, weißt? Und dann hat er sich irgendwie nochmal so verabschiedet, weil er hat gemeint, ja, er würde mich ja gerne hier an den Nebentisch zu denen einladen. Ist das, warte mal, das ist ja wie ein Spiegel, merke ich gerade, weil ich gerade so gemacht habe. Das ist ja gar nicht seitenverkehrt. Aber es nimmt wahrscheinlich seitenverkehrt auf, ne? Komisch, naja, ist ja wurscht. Und er wollte mich halt gerne drüben einladen zu denen. Aber, ich fange jetzt mal mit meinem anderen Glas an, weil ich glaube, die machen in 20 Minuten zu. Sollte ich vielleicht fertig sein. Die räumen auch schon auf. Und ich bin auch langsam die Letzte. Hier, meine Washington-Freunde sind ja auch schon gegangen. So. Und er würde mich ja gerne drüben zum Nebentisch einladen. Ja, die nächsten gehen auch. Aber sie beziehen jetzt gleich noch weiter und sie haben sowas in der Art wie einen Männerabend geplant. Ja, ist ja auch okay. Können sie ja machen. Ich war froh und dann ist er wieder gegangen. So. Hatte ich wieder meine Ruhe. Und dann sind sie irgendwann losgezogen und haben sich angezogen und dann hat er mich wieder voll gequatscht und meinte dann aber witzigerweise, hier von wegen Männerabend, ob ich sie nicht noch begleiten würde. Und dann meinte ich so, kein Interesse und so. Und ich sag ständig M. Das habe ich mir im Let's Play schon abgewöhnt. Aber ich schätze, das liegt daran, weil die Situation so anders ist. Und darum komme ich auch dauernd aus dem Konzept. Weil ich versuche, in diese Linse zu schauen. Ja, ich versuche es wirklich und ich glaube, das merkt man auch. Und ja, und dann kriege ich eine kurze Ablenkung. Zum Beispiel eine Kellnerin, die da mit 2 Sekt, also irgendwer ist noch hier, langläuft. Oder ich werde kurz abgelenkt von mir selber, weil ich irgendwie mich komisch bewege oder so. Es ist echt komisch. Aber ich habe mir vorhin, als ich mit diesem Typen nämlich geredet habe und mich teilweise auch gelangweilt hat, das, was er so erzählt hat, habe ich so gemerkt, wenn ich ihm ins Auge schaue, weil man kann ja immer nur eigentlich in ein Auge schauen. Ja? Wenn ich versuche, in beide Augen zu schauen, fange ich an zu schielen. Und als ich ihm so ins Auge geschaut habe, habe ich mir gedacht, eigentlich ist sein Auge, gerade so die Pupille, das Schwarze, ist so, als würde ich hier in die Linse schauen. Und dann dachte ich mir, das nächste Mal, wenn ich in die Kamera spreche, also jetzt, es geht noch alles, Akku,
dann versuche ich mir einfach, ich werde immer abgelenkt von den Kellnerin, versuche ich mir einfach vorzustellen, ich gucke in dein Auge. Aber es ist schwierig, weil halt kein Gesicht dran hängt, sondern ein Bildschirm, wo ich meine Fresse sehe. Und da kann ich nicht hingucken, weil dann schaue ich an euch vorbei. Und meine Hand hängt hier dran. Komisch. Ja, jetzt weiß ich wieder nicht. Ach genau, und dann hat er sich verabschiedet. Und das war jetzt gerade keine Ablenkung, sondern echt Nachdenken. Und hat er sich verabschiedet. Genau, und dann, ob ich mitkommen möchte, habe ich gesagt, nein, danke. Und dann meinte er, ach genau, apropos hier wegen deutschen, polnischen Mann und so. Er meinte, ich soll mich mir unbedingt einen polnischen Mann suchen, weil die Polen die Besten sind. Klar. Es kommen zwei neue Leute. Interessanterweise. Die mich natürlich auch wieder komisch angucken. Aber es macht ja eh gleich zu. Ich lasse mich zu stark ablenken, ich merke schon. Ja. Polnischen Mann suchen sind die Besten. Also, ne, hier ein Aufruf an alle Polen. Ich bin zu haben und ihr seid die Besten. Ja, genau. Und dann meinte er aber im gleichen Atemzug und hat mir noch seinen Finger gezeigt, dass er ja verheiratet ist und leider nicht zu haben ist. Dann habe ich erstmal einmal durchgeatmet, weil ich mir dachte, oh Gott sei Dank, ey. Im nächsten Atemzug musste er mir dann erstmal sagen, ja, aber er ist ja auch noch bis Donnerstag hier. Also wir haben ja jetzt heute Abend Dienstagabend oder Dienstagnacht. Und ich denke schon wieder. Ich komme dauernd aus dem Konzept. Dann meinte er, ja, und es gibt wohl dieses L, warte mal, wie hieß das? Oder La, irgendwas mit E. E, ich habe keine Ahnung. Also irgendein Club. Und da sei wohl immer, das ist immer noch so nah, ne? Kann ich euch, warte mal, ich muss mit der Kerze aufpassen. Außerdem, mein Arm tut auch weh. Kann ich euch irgendwie so hinstellen? Geht auch, ne? Ist irgendwie angenehmer. Ja, und dieser Club soll wohl da ist. Ich hätte eigentlich die Kamera umdrehen müssen, da ist gerade ein Typ lang gestapfelt, ja. Der kam gerade von der, ich habe es gar nicht gehört, also da muss er echt leise gewesen sein, vielleicht voll langsam am Geländer. Da ist gerade ein Typ die Wendeltreppe runtergekommen, ja, und also total gebannt, ja. Und dann geht er so und dann verliert er seine Zigarette und ich denke mir so, hä, der kann doch oben rauchen, ja. Vielleicht hat er es nicht gemerkt. Auf jeden Fall hebt er die so auf, steckt sich die im Mund und ich dachte mir schon, jetzt hat er sich bestanden oder was. Nö, dann hat er irgendwie noch sein Geldbeutel ihm aus der Tasche gefallen, hat er den auch aufgehoben. Und jetzt ist er zum Aufzug gegangen. Oder in die Männertoilette. Man weiß es nicht. Irgendwo wird er jetzt gleich sehr eine Zigarette anzünden. Wahrscheinlich fährt er jetzt echt 40 Stockwerke runter und raucht draußen eine. Nachdem jetzt die Kellnerin wieder weg sind, kann ich auch wieder labern. Da muss ja nicht unbedingt sein. Obwohl die mich zumindest nicht verstehen. Im Gegensatz zum anderen. Der mich also morgen nämlich gerne Abend in einen Club einladen möchte. Irgendwie, wie gesagt, irgendwas mit E. Keine Ahnung. Ich habe es echt schon wieder vergessen. Ich wollte es mir nicht aufschreiben oder so. Und das sei wohl einer der sehr coolen Clubs. Und ich hatte eigentlich gar nicht nach Clubs jetzt geschaut, weil ich gedacht hatte, dass ich unter der Woche wird eh nichts starten halt irgendwie. Und er meinte aber, die haben immer zwar Montag und Dienstag, hat er gesagt, haben die zu, aber Mittwoch ist immer die genialste Party da. Und da muss ich unbedingt mit hinkommen und blablabla. Ja. Und dazu wollte er natürlich meine Nummer. Und ich dachte mir, warum hat jetzt meine Kamera eine Gesichts... Warum ist diese Gesichtserkennung? Was soll das eigentlich? Heißt das jetzt, dass ich immer schön klar bin oder was? Das nervt voll, dieses blöde Viereck. Wenn ich näher rangehe, dann verschwindet das, weil dann habe ich plötzlich kein Gesicht mehr. Aber hier habe ich voll das Gesicht. Ja, genau, da soll ich unbedingt mitkommen. Und dazu braucht er natürlich meine Nummer. Und ich dachte mir erst, oh nee, ey.
Und das Problem ist ja immer, und das ist mir immer wieder auch aufgefallen, und das war jetzt bei ihm auch schon wieder so, wenn du jemandem deine Nummer gibst, dann, die Leute haben mittlerweile das gecheckt, ja, also nicht so wie früher, da hast du deine Nummer gegeben oder irgendeine und du hast nie wieder was von den Menschen gehört, ist ja klar, weil du ihm vielleicht nicht deine Nummer gegeben hast. Mittlerweile haben das die Männer rausbekommen, wie sie es machen können. Sie lassen sich nämlich die Nummer geben und rufen direkt an. Ja, so von wegen, hast du ja auch meine Nummer. Ich meine, das ist ja auch logisch, das ist ja auch schön. Nur wenn dann das Handy nicht klingelt, dann kannst du eigentlich nur sagen, oh ja, sorry, da muss ja bei mir irgendwie ein Fehler vorgefallen sein. Das ist scheiße, Leute. Früher konnte man sich immer höflich aus der Affäre ziehen und irgendeine Nummer geben. Und der hat gedacht, man hat seine gegeben. Ne? Aber und darum mache ich es mittlerweile so, dass ich es eigentlich immer gebe. Weil ich muss ja nicht rangehen, wenn derjenige anruft. Ja, mein Gott, das stört mich ja nicht. Und jetzt habe ich sie auch gegeben. Oh, und da hat er jetzt irgendwie gemeint, er ruft mittags an. Ja, das kann er gerne tun. Also mittags werde ich ihn auf jeden Fall nicht treffen. Ich habe morgen noch ein Programm. Ich will morgen, das wollte ich heute schon machen, aber ich saß ja dann leider 2 Stunden im Bus. Aber war auch schön mit dem Schweden, war witzig. Ich möchte gern morgen die Footsteps sozusagen, also die Spuren von Chopin ablaufen. Das möchte ich euch auch filmen. Und das wird sicherlich den Tag so auch irgendwo füllen. Eventuell möchte ich dann nochmal in das Museum of Modern Art. Ja, und da kommt schon wieder jemand. Ist es der von eben? Der sieht viel klarer jetzt aus. Wahrscheinlich mal eine geraucht hat oder so. Keine Ahnung. Aber er hat seine Hände in den Taschen gehabt. Vielleicht hat er sich dadurch den Halt gegeben. Sehr langsam genommen.